Wir brauchen dieses Gesetz, obwohl die Zahl der Organspender in letzter Zeit etwas angestiegen ist. Aber eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Wir brauchen eine Verstetigung und wir brauchen eine Verdoppelung der Organspenden in Deutschland. Da hilft dieses Gesetz. Dieses Gesetz wird sicherlich die Organspende weiterbringen. Nachbesserungsbedarf besteht bei diesem Gesetz mit Sicherheit. Der Konsiliardienst, der neu eingerichtet werden soll und der dann bundesweit organisiert werden soll, braucht eine vernünftige Trägerschaft. Die Bundesärztekammer wäre bereit, dieses zu übernehmen. Aber die Fristen zur Einrichtung bis Ende dieses Jahres bei Wirksamwerden des Gesetzes zur Mitte des Jahres sind einfach zu kurz. Hier muss der Gesetzgeber noch nachbessern, aber das wird man sicherlich alles hinbekommen. Der Deutsche Ärztetag hat mit überwältigender Mehrheit die Einführung einer Widerspruchslösung gefordert. Sie ist wahrscheinlich der einfachste und der gerechteste und der beste Weg, die Organspende auch in der Zukunft zu sichern. Sie ist aber in der Debatte hier in Deutschland aus rechtlichen Gründen, aus ethischen Gründen, aus moralischen Gründen ausgesprochen schwer einzuführen. Und man sollte jetzt nicht die Einführung eines vernünftigen Organspendegesetzes durch eine lange und sich hinziehende Debatte über die Widerspruchslösung verzögern. Also im Kern, wir wollen die Widerspruchslösung, aber sie muss nicht schon heute kommen.